Hallo Freunde von World of Warships und herzlich willkommen zu einem neuen Infovideo. Und heute erfahren wir etwas mehr über den neuen Hafen, den Wargaming uns baut, nämlich den Hafen vom Fürstentum Sealand. Und wenn ihr davon noch nichts gehört habt, dann ist es kein Problem, denn das Fürstentum existiert zwar real, ist aber kein eigenständiger Staat, obwohl es gerne einer wäre. Er wird als Mikronation gesehen, da er nach englischem und deutschem Recht nicht die Voraussetzungen für einen Völkerstaat entspricht und deswegen von den meisten Staaten weltweit nicht anerkannt ist. Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt anerkannt worden ist von irgendeinem Staat, aber ich denke wohl eher nicht. Und während ich auch hier im Hintergrund die einzelnen Bilder, wie der Hafen dann, momentan noch Work in Progress natürlich, aussehen wird, erzähle ich euch, was überhaupt passiert ist. Und der Name, der in diesem Sinne öfters in den Mund genommen wird, ist Roy Bates. Denn Roy Bates war ein Major der British Army und hat 1967 im September vor der Küste von Suffolk, eine ehemalige britische Festung, die verlassen wurde, als seinen eigenen Staat proklamiert und ihn mit Waffengewalt und versucht juristisch zu verteidigen. Er wollte dort seinen eigenen Staat gründen mit seinen eigenen Rechten und Gesetzen und quasi in Freiheit leben. Doch das wurde ihm erschwert, und wenn ihr nicht wisst, wo das Ding ungefähr ist, es ist hier bei Google Maps, ich habe es versucht zu finden, es ist aber nicht zu sehen. Und deswegen ist es ein bisschen kritisch, auch beim Umschalten auf eine Satellitenansicht kann man es nicht finden, aber hier habt ihr ein paar Bilder, das ist von Wikipedia. Nicht unbedingt die beste Quelle, aber die Bilder da waren sehr, sehr anschaulich. Wo das ungefähr liegt, in der größeren Übersicht in Europa oder jetzt auch ein bisschen näher ran. Und hier sieht man es gut, vor 87 galt, dass alles, was 6 Kilometer von der Küste eines Staates entfernt ist, noch zum Staatsgebiet gehört. Und dann ab 87 haben sie es auf 12 Kilometer erhöht und somit ist jetzt Sealand, das Fürstentum, das niemals anerkannt wurde, und eben vom Roy gegründet wurde, auf einmal wieder britisches Staatsgebiet. Was haltet ihr von dieser interessanten Idee? Ich glaube, Roy Bates kann jeder verstehen, denn jeder würde gerne sein kleines Reich haben, in dem er machen kann, was er will und wirklich frei sein. Keine Grundsteuer bezahlen auf seinen eigenen Besitz, einen Brunnen anlegen, wenn er es denn möchte, seinen eigenen Feiertag besitzen. Und was haltet ihr von Wargamings Idee, gerade diesen unter Anführungsstrichen Hafen in World of Warships einzuführen? Ich finde es einen lustigen Gag, kann daran auch erkennen, dass es ein ziemlich schneller Hafen sein wird. Also wird nicht viel Mühe erfordern, diese kleine, unter Anführungszeichen, wieder Festung, weil da sind ja nur zwei Säulen im Meer mit einer Plattform drauf und einem, was, keine Ahnung was es ist, 152 mm Geschütz, auf den Fotos kann man es nicht gut sehen, das zu modellieren und einzupflegen und schon hat man einen neuen Hafen, das ist sowas ähnliches wie der Twitch-Hafen. Soll ziemlich zackig gehen und erhöht die Anzahl der Häfen natürlich und dadurch auch die Auswahl, aber naja. Historische Häfen sind mir persönlich viel lieber, aber mich würde eure Meinung dazu interessieren. Wir sehen uns dann wieder im nächsten Infovideo oder im nächsten Gefecht. Ciao!